Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Hab aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoothie oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Ja, dann gehen wir mal dahin. Da kommen wir doch gerade her, oder? Ist das der Onkel Doktor? Ja, das ist der Onkel Doktor. Schläft er? Nee, er schreibt. Ein Wort, Doktor. Habt ihr einen Moment? Geht es euch nicht gut? Aber nein doch. Ich frage mich nur, ob ihr Anzeichen von Ärger an Bord bemerkt habt. Welche Art Ärger? Ungewöhnliche Klagen oder Beschwerden? Streit zwischen Besatzung und Captain oder Passagieren? Jetzt nicht genau wie James. Ich sagte ihm doch auch schon, dass ich mit meinen Nachforschungen beschäftigt war und nichts bemerkt habe. Und wo finde ich diesen James? Versucht's in der Kombüse. Nun entschuldigt mich bitte. Ah, na gut, dann müssen wir doch zum James laufen. James, ich komme! Hört sich irgendwie an wie ein Fußballstadion. So, ich würde ja hier gerne mal so ein Spiel ausprobieren, aber irgendwie funktioniert's nicht. Aber wir haben Spaß hier. Komm mal, gucken, ob er jetzt was zu sagen hat. Ich habe euch nichts zu sagen. Arschgeige. Yeah. Hier ist Stimmung. Hier rockt das Haus. Hier steppt der Bär. So. Seid ihr James? Aye. Kenway. Hazen Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Natürlich, mein Junge. Also, was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwant nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Der Typ könnte sich mal wieder waschen, ne? Der stinkt so ein bisschen. So. Dann gehen wir hier mal da oben hin, wo die 26 steht. Keine Ahnung warum, wir machen das einfach. Ich denke mal, dass dann da irgendwie der Steuermann oder der Captain ist oder so. Guten Abend, Sir. Hallo, Junge. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich es mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Das werden wir herausfinden. Irgendwas ist hier im Dingens. Können wir nicht da jetzt außen runterklettern oder was? Also irgendwas ist hier im Busch. Hier wird doch was geplant. Das höre ich doch mit meinen eigenen Augen. Hier, ich glaube, der Captain hat auch noch was zum Reden. Na, Captain, altes Haus. Ihr müsst herausfinden, was sie planen. Eure Crew ist sehr schweigsam. Mal sehen, was ich tun kann. Nun, beeilt euch. Ja, okay. Bringt uns auch nicht weiter. Also, was planen die hier? Meuterei bestimmt. Oder sowas in der Art. So, was macht ihr hier? Und wo sind eigentlich die ganzen hübschen Damen hin? Warum gibt es hier nur Männer? Bing. So. Komischer Vogel. Hat immer seinen Hut auf und
versteckt sein Gesicht, um uns unbemerkt zu bespitzeln. Ruhig! Wer? Da kommt er. Tut, als würdet ihr arbeiten. Wer? Wer spricht hier über mich? Wer spricht hier über mich? Wer will auf die Fresse? Willst du auf die Fresse? Willst du auf die Fresse? Schau euch alle kaputt! Ihr Arschgeigen! Ich scheiß euch ins Gesicht! Wir können ihn sogar anschwätzen. Das mache ich jetzt auch gleich mal. Vielleicht hat er ja Bock auf eine Schlägerei. Ne, ist wohl überdeckt. Okay. Dann gehen wir eben da zu diesem komischen Fünfeck oder Sechseck oder was das ist, weil da wirft ja einer Ladung über Bord. Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Ihr redet immer über dasselbe. Es ist Unrecht, dass er sich Lamm und Wein nimmt, während wir nur Büchsenfest und Zwieback kriegen. Jemand? Da suchen wir das mal. Krog? Oder was? Seltsam. Der markiert doch für irgendeinen den Weg, oder nicht? Äußerst seltsam. Was hat er zum Teufel vor? Interagieren wir mal mit unserem Arbeitsplatz und schreiben in unser Tagebuch rein. Was auch immer. Immer diese hellen Bildschirme. Oh, das Wasser sieht extrem geilomatico aus. Atlantischer Ozean. Tag 33. Die Sonne brennt. Die Frisur hält. Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Auf die Posten, Männer! Macht die... Achtung, alle runter! Das war ein Warnschuss. Sie wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern. Bemannt die Kanonen! Macht euch kampfbereit! Und ihr geht unter Deck! Warum? Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt, eine Kanone lädt, eine Seeschlacht führt? Nein, das dachte ich nicht. Nun geht in eure Kabine, oder muss ich euch bringen lassen. Aber ich kann Leute umbringen. Das ist mein Hobby, das mache ich schon die ganze Zeit. Und es kriegt noch nicht mal einer mit. Sichert die Luke! Hathor. Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. Unmöglich. Kein Anzeichen für Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. Ah, tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass wir euch nicht folgen? Darum geht es hier also. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Natürlich, mein Junge. Und es geht los. Jetzt haben wir ein Weilchen Spaß. Ein rotes Symbol. Steht für, dieses Ziel muss eliminiert werden. Was muss ich denn da drücken? Warte mal, Konter, warte mal, und dann schlage ich zurück. Zack, zack. Tot ist er. Und nochmal, und nochmal. Sagt ihr, er sollte unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete.
Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich's. Schon gut, schon gut. Das mit dem immer erst drohen muss, den Penner. So. Atlantischer Ozean. Später am selben Tag. Wir müssen die Taue sichern. Ich sagte, dass es Wahnsinn ist. Beruhigt euch. Ich werde mich darum kümmern. Ja, wir müssen sowieso wieder alles machen. Moment, das passt immer noch nicht so ganz. Ich muss noch mal ganz kurz hier in die Einstellung. Das finde ich noch ein bisschen zu sehr. Hier Effektlautstärke vielleicht doch auf 6 runter. Die Musiklautstärke auch noch mal auf 5 runter. Und jetzt dürft's ja hoffentlich passen. So. So, wir sichern die Taue. Was macht er da? Holt an den Achterleinen! Holt! Ich komme, mein Junge, ich komme! So. Huch, nein, da wollte ich doch gar nicht hoch. Ich wollte hier hin. Da wollte ich hin. Mach die Schatten dich! Setz die Segel! Verdammt! Ab in die Wanten! Sichert die Taille! Da, was da? Der Kai fällt auseinander! Ja! Auf mehr Fahrt! Zucht die Segel! Welchem? Ihr nehmt den Fockmast! James, übernimmt den Hauptmast! Aye, aye, Captain! Moment, darüber. So, meine Herren, ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. Da drauf und jetzt sind wir hier. Dann balancieren wir hier gekonnt entlang. Jawohl, oh, eine geile Aussicht, kann ich euch hier sagen. Hössa! Oh! Achtung! Hilfe! Ja, den retten wir natürlich. So, Moment, Moment, Moment. Ich bin gleich da, mein Junge. Mach dich locker, ich komme. Das Tau ist zu nass. Ich rutsche. Zack, da haben wir dich. So, Buh. Danke. Bitte, bitte. Keine Ursache, habe ich doch gern gemacht. Dafür bin ich da. So. Tja, die gehen schön unter. Ja, sieht doch noch ganz gut aus, der Kaich. Atlantischer Ozean, Tag 72. Über 2 Monate sind die schon hier auf See. Wahnsinn, wie weit die früher gereist sind. Also wie lang die unterwegs waren, meinte ich natürlich. Heute fliegst du in 2 Stunden nach was weiß ich wohin. Ich glaube 4 Stunden nach New York oder so.